Okay, meine Lieben, ja. Ihr drei, man sieht euch ja eigentlich gar nicht oft genug bei den Shorts, weil ihr ja im Hintergrund immer werkelt und vielleicht mal ein bisschen auf der Bühne bei den Vorführungen, wenn ihr die Filmmaker befragt, beziehungsweise wenn du das machst. Aber wie ist das denn jetzt, mal so ganz im Rampenlicht zu stehen, in einem kleinen Film sogar? Ah, wunderbar. Aufregend. Ganz toll. Ihr macht eine ganz tolle Arbeit, das ist ganz toll. Wir sind ja schon ganz gespannt, was rauskommt. Wir können ja nur eine gute Arbeit machen, weil ihr so eine gute Arbeit macht. Und das beginnt ja schon meistens lange vor der Berlinale, wenn ihr das Programm zusammenstellt und alles vorbereitet. Womit geht's denn los? Was ist denn der erste Schritt, wenn ihr mit der Berlinale Arbeit anfangt? Die Kaffeemaschine bestellen. Naja, der Call for Entry ist wahrscheinlich. Also der Aufruf an alle Filmemacher. Und an verschiedene Filmhochschulen hauptsächlich Filme einzureichen. Damit fängt alles an. Und dann kommen sie, die ganzen Filme, die ganzen DVDs. Und wie viel bekommt ihr dann von Leuten, die ihr angefragt habt? Und wie hoch ist der Anteil an Leuten, die einfach so von sich aus sich gemeldet haben, ohne dass ihr die vorher kanntet? Also ich habe es jetzt nicht ausgerechnet dieses Jahr, aber es sind bestimmt, wir haben bestimmt sowas wie, keine Ahnung, 250, 300 Anfragen, die wir dann konkret, wo wir sagen, schick du uns noch was Neues, hast du was Neues, würden wir gerne sehen. Und dann gibt es einfach auch noch diese restlichen, also 2600 minus 250, 300 gleich 2300 ungefähr. Ich nehme mal an, das sind dann aber mehr als die Jahre davor. Also, es sind A, mehr geworden, B, also ist der Aufruf eine Sache, die Delegierten des Festivals bringen natürlich auch Filme mit und dann eben nochmal die konkreten selber anfragen. Und wir haben wieder viele Gesichter gesehen, die man kannte, auch ruhig mal jemanden, der dreimal in Folge jetzt schon bei den Shorts im Wettbewerb dabei war. Wie kommt das denn zustande? Ja, weil Paul einfach tolle Arbeiten macht und wir finden, dass wir jemanden, der so konsequent in eine Richtung läuft und immer enger wird da drin, eigentlich in der Zuspitzung seiner Geschichten unterstützen wollen, dass er hier ein gutes Forum hat und weitermachen kann. Und wir haben ja auch als neues Gesicht dieses Mal die Dagny kennengelernt. Das war ja jetzt immer so der dritte Sitz, jedes Jahr so im Wechsel. Wie bist du denn dazugekommen und beziehungsweise was das denn für eine Position, die da immer durchgeschüttelt wird? Naja, ich habe mich eigentlich im Sommer oder schon ein bisschen früher einfach ins Blaue hinein mal hier beworben bei den Kurzfilmen, weil ich da unbedingt rein wollte, weil ich vorher auch schon mit Kurzfilmen zu tun hatte und dann dachte, ich gehe einen Schritt weiter oder gleich ganz nach oben. Und ja, wurde ich glücklicherweise ausgewählt und ich bin jetzt 3 Monate älter geworden, aber auf jeden Fall auch reicher an Erfahrung und es hat sehr viel Spaß gemacht, es ging rum wie im Flug. Und was hast du hier jetzt alles genau gemacht? Also ich habe mich hauptsächlich darum gekümmert, dass unser Katalog, der dicke Festivalkatalog, dass der mit Informationen zu jedem einzelnen Kurzfilm bestückt wird. Also ich habe die ganzen Synopsien, dieses Exemplar, da hat jeder Kurzfilm eine Seite und da steht dann drin, also nicht nur Synopsis, sondern auch Biografie über den Filmemacher und die Fotos, also hauptsächlich die ganzen Infos eingeholt per E-Mail und daran erinnert, vor allen Dingen immer wieder, dass sie auch rechtzeitig ankommen und ja. Und halt sonst so drumrum halt, alles was so anfällt. Also organisatorische Sachen und ja. Große Korrekturleserin. Ah, ja, okay. Ja, das ist auch ein großartiges Team, dieses Doppelteam da, unglaublich. Ja, dann machen wir direkt mal so die Wunde, was denn dein Aufgabenbereich jetzt konkret, deine speziellen Aufgaben, die du hier gemacht hast, Nicole? Ich würde sagen, die Hauptaufgabe ist das ganze Guest-Management, das, was ihr da an der Wand seht, also diese ganzen Filmteams. Wir haben ja, also jedes Filmteam kann bis zu 5 Teammitglieder akkreditieren und der Regisseur bekommt 3 Hotelnächte auch von uns bezahlt, die das Festival übernimmt und das muss man alles so koordinieren. Also ich sammle da die ganzen Daten für die Akkreditierungen und leite das weiter an unser Akkreditierungsbüro, die dann hinterher die Ausweise drucken. Dann mache ich die Hotelbuchungen, also auch für die jetzt die Hotels selbst, die Kosten selbst tragen. Reservieren wir Hotelzimmer, damit die auch alle zusammen wohnen im gleichen Hotel. Und ja, und dann die Flughafenabholung zusammen mit unseren 2 Gästebetreuerinnen. Und
genau, während des Festivals eben dafür sorgen, dass alle Filmteams anwesend sind bei ihren Vorführungen, dass sie rechtzeitig kommen zum Film, damit die Q&As stattfinden können nach dem Festival. Ja, das ist so die Hauptaufgabe und dazu kommen noch so ein paar kleine andere organisatorische Aufgaben. Muss man irgendwie Logistikmanagement studiert haben, um damit anzufangen? Nein, natürlich nicht. Das geht immer alles so schnell, es ergibt sich dann immer alles von ganz alleine und ja, man läuft hin und her mit Gästen im Schlepptau oder ohne und ja, das lässt sich auch ohne Logistikstudium gut bewältigen. Ja. Also man muss wahrscheinlich schon ein gewisses Organisationstalent haben. Aber Klingt ja jetzt so fast, als ob die Kuratorin gar nichts mehr zu tun hätte. Oder wie sieht das aus, Maike? Ja, so ungefähr ist das. Die beiden machen alles und ich komme immer mal vorbei und sage, schön, dass ihr da seid. Nein, das stimmt natürlich gar nicht. Also, dann erzähl mal. Naja, eine Aufgabe ist eben das Auswählen dieser Filme. Das ist ja doch, wie lange ist es? 3 Monate oder so, gucken wir, bin ich eigentlich gar nicht hier, sondern immer im dunklen Raum. Dann müssen natürlich diese Filme, wenn sie im Festival sind, auch unter Fittiche genommen werden. Das heißt, müssen Treffen vereinbart werden mit Verleihern, mit Bayern. Dann müssen diese Filme inhaltlich betreut werden. Die müssen. Was ist das? Also Käufer, oder? Ja, Käufer. Nicht Bayern aus nicht Bayern. Nicht Bayern, das Land. Achso, nicht mal in Bayern. Also ich meine, Bayern hätten wir ja auch gerne mal so, aber nee, von Käufern. Also sozusagen diese ganzen. Es geht ja auch darum, dass dieser Ort hier bekannt wird dafür, dass er halt irgendwie andere Filme zeigt und das braucht halt Zeit, also alles braucht so seine Zeit und über die Jahre, dann zwischen den Jahren reise, also zwischen Festivals und reise ich viel zu anderen Festivals, bin in Juries tätig, hab nochmal einen Einblick, was sonst noch passiert, wir zeigen ja eben nur 30 Filme oder 26, anderen Festivals laufen mehr, das heißt ich kann gucken, wow, was machen die gerade, finde ich den Filmemacher interessant, ja, nein, lerne ich kennen, also so, es ist viel auf dieser innerlichen Ebene, was ich mache. Und hast du da viel Kontakt jetzt auf der Berlinale mit den ganzen anderen Sektionen und den Organisatorinnen der anderen Teams hier? Weil das ja ein großes Festival ist, die Shorts sind ja eigentlich nur so ein Teil davon. Oder seid ihr wirklich mehr so eure Zelle für euch selbst und ein bisschen abgeschottet? Nee, jede Zelle funktioniert hier sozusagen für sich selbst. Also die aus Generation sind, glaube ich, auch nicht einmal bei uns im Kino gewesen, weil man schafft es halt gar nicht, weil man von einem Termin zum nächsten, weil man von einer Vorstellung zur nächsten, weil wir mit dem Talent Campus ist letztlich das Einzige, wo wir nochmal so eine Schnittstelle haben, die wir treffen. Sonst treffen wir die Filmemacher aus den anderen Sektionen abends in der Generation Lounge zum Beispiel. Man trifft sie auf dem Flur. Oder genau. Oder jetzt im Arsenal oder der Bezug zum Forum ist ja auch so ein bisschen da zum Forum expandet. Ja. Mit dem Mix, den wir zeigen von denen. Aber hauptsächlich macht man die Arbeit für sich. Ja, erstmal guten Appetit, Dagny. Danke. Gesunde Ernährung, und Salat. Habe ich mich in Sicherheit gewählt. Wie sieht es während des Festivals mit Schlaf und Ernährung aus? Ist das eher so Mangelware und Hauptsache irgendwas essen oder schafft ihr das dann doch, regelmäßige Mahlzeiten zu euch zu nehmen? Eher ein Minus. Es ist ja auch ein großes Minus. Schwierig ausweichend zu antworten. Nee, also das gibt es nicht. Also es ist wie beim Dreh, also wenn er irgendwie in dieser Zeit ist, einfach schwierig. Ja, der Paul Negoescu, der hat ja auch sein eigenes Festival und der hat da so ein bisschen was erzählt, wenn er die Filme zusammenstellt, dann ist das für ihn genauso vom Gefühl her, als wenn er einen eigenen Film machen würde. Ja. Also dieser kreative Prozess, also das könnt ihr auch so bestätigen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und es ist ein anderer Ansatz an Film, man kommt halt von der anderen Seite, aber es ist das Zusammenstellen der Arbeiten, letztlich das Programmieren der Programme, muss einen Fluss haben, muss einen Schnitt haben, muss einen Rhythmus haben, so. Hat auf jeden Fall was von, aber weiß nicht, ob es ein eigener Film ist, einfach ein anderer Ansatz an filmische Arbeiten. Mhm.